Aufmerksamkeit ablenken soll. Nach Bregenz, Dornbirn und Bludenz werden heute Abend auch die Feldkircher Stadtvertreter über ein Bettelverbot diskutieren. Glücklich darüber sind nicht alle und so haben sich im Vorfeld Demonstranten in der Innenstadt formiert. Ebenso auf der Agenda steht das Budget und nach dem Prestigeprojekt Montforthaus ist hier Sparen angesagt. Mit 92,4 Millionen Euro liegt der Voranschlag gut 10% unter dem des Vorjahres. Dennoch will Feldkirch knapp 9 Millionen Euro investieren. Zu Buche schlägt sich besonders die Sanierung der Kanalisation in der Carinagasse. Die Verschuldung wird aber trotzdem zurückgehen, nämlich um 4 Millionen auf gut 62 Millionen Euro. Pro Kopf sind das 1918 Euro. Im Vorfeld der heutigen Stadtvertretungssitzung hat die SPÖ zu einer Protestkundgebung gegen das Bettelverbot aufgerufen. Die Freiheitlichen fordern das in Teilen der Stadt. Täglich gäbe es Beschwerden über Bettler, um die 15 Roma seien auffällig. Ein Bettelverbot müsse allerdings so formuliert werden, dass es etwaigen Prüfungen durch den Verfassungsgerichtshof standhält. Wir werden allerdings nicht heute ein Bettelverbot beschließen, sondern eine Verordnung in Auftrag geben mit entsprechendem Motivenbericht, ob ein solches Bettelverbot überhaupt möglich ist und den rechtlichen Rahmenbedingungen standhält. Das Höchstgericht hält ein generelles Bettelverbot für verfassungswidrig. Es verletze ein Grundrecht der Bettler.